Jedes Kind braucht einen Namen. Und da dies bei Schiffen genauso ist, wurde das neueste Tankmotorschiff der Reederei Daimann auf den Namen Rudolf Daimann getauft. Da nur eine moderne Schiffsflotte einen ebenso sicheren wie zuverlässigen Transport gewährleisten kann, entspricht die Rudolf Daimann natürlich den neuesten sicherheitstechnischen Anforderungen und ist dank einer neuen Abgasminderungstechnik auch ein besonders umweltfreundliches Schiff. Der Ort des feierlichen Akts, die Tiemco-Werft im niederländischen Heusten. Die aus nah und fern angereisten Gäste ließen sich die gute Stimmung auch vom eisigen Wind nicht verderben. Da man bei einer Schiffstaufe so wenig wie möglich dem Zufall überlässt, wurde Teil 1 des Zeremoniells, die Champagnertaufe, von ruhiger Hand vorbereitet. Und Taufpatin Tanja Sell konnte dem Schiff im Beisein des Namensgebers Rudolf Daimann die besten Wünsche mit auf den Weg geben. Und allzeit gute Fahrt und immer eine Hand Wasser unter Kiel. Wie beruhigend, die Rudolf Daimann ist ein Doppelhüllentankschiff. Es folgte die kirchliche Segnung durch Pater Dieter Sievers. Für den Freund der Familie war das neue Daimann-Flaggschiff nun schon das 10. schwimmende Taufobjekt, worauf ihm von Martin Daimann schon der Titel des berühmtesten Paters in der deutschen Schifffahrtsbranche in Aussicht gestellt wurde. Hier in Heusten noch einmal, jetzt im warmen Partyschiff Smaragd, gefällt mir viel besser. Es ist mir wirklich eine besondere Freude, Sie alle hier heute begrüßen zu dürfen. Und damit es vorab jetzt mal zu keiner Verwechslung kommt, werde ich Ihnen erstmal die beiden Rudolfs vorstellen. Der Neue liegt hier vor der Tür, den haben wir gerade gesehen, der Alte sitzt hier. Mein Vater, also der Namensgeber des Schiffes. Wir sind heute hier, um eine Schiffstaufe zu feiern. Ich habe mir im Vorfeld die Frage gestellt, ob wir in dieser Zeit eigentlich die Inbetriebnahme eines neuen Schiffes noch feiern sollen. In einer Zeit, in der die Negativberichte in der Binnenschifffahrt in allen Medien die Überhand haben. Ich bin jedoch zu dem Schluss gekommen, dass wir es trotzdem feiern sollten, gerade aus diesem Grund. Wir sollten aufhören, nur noch negativ zu denken und auch das so zu kommunizieren, negativ zu sprechen. Wenn unser Gewerbe nicht langsam wieder den Mut fasst und endlich anfängt, mit einem ordentlichen Selbstbewusstsein am Markt aufzutreten und gemeinsam, und damit meine ich Befrachter und Schiffseigner und Reeder, wird es nie dazu kommen, dass wir wieder auskömmliche Frachten am Markt erzielen. An dieser Stelle möchte ich mich bei der Firma Evonik und vor allen Dingen bei Henk van Damme von der Firma Interstream für die überaus faire und transparente Vertragsverhandlung bedanken, die dazu geführt hat, dass wir heute dieses Schiff taufen dürfen. Meine Herren, Sie hätten den Transport vielleicht noch ein wenig billiger haben können, aber dann nicht mit mir und nicht mit diesem schönen Schiff. Also, Spaß beiseite. An dieser Stelle möchte ich der Tiemco-Werft mit all seinen Mitarbeitern, allen voran auch Patrick, der hier immer über sein Schiff läuft, als wenn es sein eigenes wäre und alles koordiniert, und natürlich auch allen Zulieferfirmen meine Hochachtung aussprechen. Wer hier ein Schiff bestellt, bekommt ein absolutes Qualitätsprodukt und, was für mich sehr wichtig ist, ein Schiff, um das wir uns eigentlich erst in den letzten Wochen wirklich kümmern müssen.
Ich habe noch kein Schiff gebaut, bei dem ich in der Bauphase so wenig an Bord war. Das Schlimmste ist, dass aktuell wohl das schönste und beste Schiff der Reederei Daimann ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob es in einer guten Vorbereitung liegt oder ob ich mich in Zukunft wirklich ganz zurückziehen soll aus dieser Baugeschichte. Ein wenig Zeit, um darüber nachzudenken, habe ich ja noch. Denn unser nächstes Projekt, das TMS Erasmus, ein Edelstahltanker, soll im März 2014 hier getauft werden. Auf eine Besonderheit möchte ich jedoch noch hinweisen, auch wenn meine politische Seele, lieber Herr Bürgermeister, tiefschwarz ist, so habe ich doch einige grüne Wurzeln in mir scheinbar. Die Rudolf Daimann ist nun das dritte Schiff in Reihe, welches ich mit einer schadstoffminderen Anlage ausrüsten lasse. Nachdem ich mich bei der Till Daimann und der Tanja Daimann für eine Abgasnachbehandlung entschieden habe, bin ich hier einen anderen Weg gegangen. Bei der Rudolf Daimann kommt erstmals in einem Binnenschiff eine neue Abgasminderungstechnologie zum Einsatz, die Schadstoffe aus der dieselmotorischen Verbrennung gar nicht erst entstehen lässt. Nachdem unsere Reederei zu den ersten zählt, die Dieselpartikelfilter und SCR-Systeme eingebaut hat, wollen wir mit dem Einsatz der Kraftstoffwasserimmulsion, kurz KWE, erneut unsere Innovationsfreudigkeit zum Ausdruck bringen. Einige Vorteile des auch bei Bestandsmotoren nachrüstbaren Systems sind parallele Reduktion von Dieselruß und Stickoxiden mit nur einer Technologie. Keine Erhöhung des Kraftstoffverbrauches, sondern durch verbesserte Verbrennung sogar leichte Einsparungen. Damit nicht nur eine Entlastung bei den Kraftstoffkosten, sondern auch eine Schonung von Ressourcen und eine Verringerung der CO2-Emissionen. Ganz kurz zur Funktion des Kraftstoffwasserimmulsionsverfahrens, das von der Firma Exxon Mission Umwelttechnik entwickelt wurde. Direkt von der Einspritzpumpe wird dem Kraftstoff Wasser zudosiert und dank eines patentierten Verfahrens zu einer feinsverteilten homogenen Emulsion, die übrigens ohne chemische Aussetzer auskommt, vermischt. Klingt gewaltig, oder? Der Umwelteffekt: Dieselruß wird bis zur Nachweisgrenze eliminiert, wodurch wir bei der Rudolf Daimann von einem rußfreien Binnenschiff sprechen können. Gleichzeitig werden Stickoxide um bis zu 30% reduziert. Die Kraftstoffwasserimmulsion ist damit prädestiniert für den Einsatz in Binnenschiffsmotoren wie bei unserem Wertzähler 6L20 mit einer Motorleistung von knapp 1200 Kilowatt, zumal Eingriffe am Motor, dem Einspritz- oder Abgassystem entfallen. Jetzt habe ich genug zum Markt, zur Technik und zum Schiff gesagt. Ich würde gerne einige Worte zum Namensgeber des Schiffes sagen. Mein Vater, Rudolf Daimann. Er ist für mich mehr als nur Vater. Er ist Kumpel, Freund, Berater, Arbeitskollege, gute Seele der Firma. Alle nennen ihn da immer Opa Rudi und vieles mehr. Du bist immer für mich da, wenn man dich braucht. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Dass ein Schiff mit deinem Namen fährt, macht mich sehr stolz. So, das muss auch mal gesagt werden, oder? Lieber Vater, ich habe noch etwas für dich, was ich dir gerne übergeben möchte. Also diese Schiffsglocke mit deinem Namen hängst du dir bitte zu Hause auf. Wenn du mal meine Hilfe brauchst, einfach dran läuten, solange bis ich komme. Alternativ kannst du mir natürlich auch anrufen. Ne? Ja, lieber Pater Dieter Sievers, auch dir natürlich einen besonderen Dank. Dieter, komm her. Keine Angst, keine Glocke, keine Blumen. Irgendwas, was wir vielleicht mal gemeinsam trinken können. Vielen Dank. Eine Sache noch, die für mich mittlerweile auch zur Tradition geworden ist, die habe ich noch und dann höre ich auch mal langsam auf zu reden, versprochen. Ich möchte jetzt die Besatzung unseres neuen Schiffes nach vorne bitten. Besatzung! So, liebe Leute, seid ihr alle? Wo sind die anderen? Kein Wein, Alkohol und Drogen gibt es nicht an Bord, das wisst ihr. Keine Blumen, könnt ihr euch mal anfangen. Eine Glocke. Auch in heutigen Zeiten gehört eine solche Glocke ja noch zur Ausrüstung, zur technischen Ausrüstung. Ich übergebe euch mit dieser Glocke aber offiziell das Schiff und übertrage auch die Verantwortung für Schiff, Ladung und Besatzung auf den verantwortlichen Schiffsführer Marion Hüttges. Marion? Mario. Zu viel Blumen. Ja. Bitte schön. Danke dir. Ja, danke.
ich noch. So viel habe ich noch nie im Leben in der Hand gehabt an einem Tag. Hierzu möchte ich meine Mitarbeiter aus dem Büro gerne nach vorne bitten. Mit diesem Team verwalten wir nun 24 Schiffe und insgesamt 190 Mitarbeiter. Beim Umsatz von ca. 22 Millionen jährlich. Euro. Wenn man bedenkt, dass ich mich 1992 mit meinem ersten Schiff und zwei Mitarbeitern selbstständig gemacht habe, bei einem Jahresumsatz von damals 450.000 D-Mark, ist das eine Steigerung mit dem Faktor 100. Liebe Kollegen, das habe ich natürlich nicht alleine gemacht und alleine geschafft. Das schaffe ich nur, weil ihr an meiner Seite steht, weil ihr immer über das Maß hinaus mitarbeitet. Und dafür habt ihr einen besonderen Dank für die hervorragende Mitarbeit verdient. Nicht fehlen durfte ein herzlicher Dank an die Mitarbeiter, unter denen sich mit Elke Arnholz an diesem Tag sogar ein Geburtstagskind befand. Für die Teamco Werft sprach Gary van Thiem launige Grußworte. Zu den weiteren Gratulanten zählte Bürgermeister Markus Honigfort, der Tanja und Martin Daimann die Flagge der Stadt Haaren, dem Firmensitz der Reederei, überreichte.